So, eine Part nehme ich noch auf, denke ich, und dann was das, je nachdem, wie weit wir heute kommen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 4. Das sind so Informationen, die haut man erstmal, knallt man gleich am Anfang raus, damit die neuen Viewer, die einschalten, gleich sich denken: Okay. Allgemein bringt diese Information nicht viel wahrscheinlich. Ich wollte es einfach gerade sagen. Ich trinke mal eben einen Schluck. Man muss den Anfang so langweilig wie möglich gestalten, damit die Leute bloß abschalten. Nur lang halten wir das Wasser, wa? So. Nett. Nett. Oh, hat sogar Pfand, ne? Hat Pfand. Schön. Kann man wieder so ein bisschen was zurückbekommen, ne? Als, ja, wenn man so das Pfand wegwirft. Das ist so ein bisschen das Geben und Nehmen, ne? Man gibt den Geld, man kriegt wieder Geld zurück und Wasser. Seid ihr noch da? Habt jetzt alle abgeschaltet? Kann ich jetzt anfangen? Gut, super. Gut, na denn. Machen wir weiter. Willkommen auf Burg Bruckstetten. Danke. Gehen wir rein. Rein! Hier ist gleich der King. Ich will mal erstmal hier drüben schauen. Das ist wahrscheinlich das Verlies. Nee. Hier kann ich speichern. Ja, moin. Das Schieflein, okay. Ja, das mache ich aber nicht jetzt. Das mache ich, dann anschließend. Part, wenn ich den Part beende. Aber ich weiß jetzt wo. Das ist schon ein tolles Ding. Keiner kommt momentan nach Endor, weil diese dumme Brücke kaputt ist. Aha! Aha. Also das ist die. Also ist da unten doch Endor. Okay, aber eine andere Seite halt eben. Und eigentlich soll Archibald Tech sie reparieren. Wo steckt der bloß? Ja, der vögelt eine Füchse, ne? Also. Bin ich ehrlich. Rüstung sehr seit Mangelware in der Burg. Ich nehme an, dass ihr ein paar von euren verkaufen wollt, oder? Nein. Nein? Ach, das ist aber schade. Ich gebe euch einen guten Rat, wo ihr doch ein aufstrebender Händler seid und so. Beschränkt euch nicht auf Handel mit Waffen. Auch mit Rüstung kann man eine Menge Geld verdienen. Wirklich. So, gehen wir mal hier rein. Hier sind schon wieder komische Rituale am Laufen, scheinbar. Prinz Hinz. Wer wagt es, den Prinzen von Bruckstetten anzusprechen? Ach, ein Reisender, wie ich sehe. Nun, Abschaum, in dem Fall möchte ich dich gerne um einen Gefallen bitten. Ach, was sage ich bitten? Du machst es einfach. Geh nach Einbruch der Dunkelheit hinter das Waffengeschäft. Also, hinter mein Waffengeschäft, wenn du verstehst. Und gib mir deine Waffe von hinten hinein. Aber erholt, ich... Es ist doch nur unter eurer Würde, mit solchem Gesinde zu sprechen. Es ist doch bloß ein Händler. Weg, fort mit dir. Husch, verpiss dich. Na gut. Keine Ahnung, ob ich das befolge, den Rat von irgendeinem Hinz und Kunz. Endor ist nur ein Katzensprung von hier. Bin mal da gewesen, aber das war bevor die Brücke eingestürzt ist. Ja, da war auch so ein alter Knacker, der wollte mir unbedingt sein Geschäft andrehen. Ja, den kennen wir doch. Mir wollte auch das Geschäft andrehen. Oh, lol. Oh, wow. Ich gehe nach Endor. Geh in das Geschäft und übernehm das. Das ist der Story-Arc. Oh shit. Das ist ja genial. Das ist ja genial strukturiert. Das ist wieder das, was ich in einem Spiel liebe. Man geht dann in die Kapitel davor mal hin. Und, ja, es redet halt mit dem, alten Mann als Alena. Und der will ihm das Geschäft halt, sag ich mal, der sagt, okay, was soll ein Zarefner damit? Aber dann spielt er im nächsten Kapitel den, der was damit anfängt. Oh, ist das geil. Das hier ist der Kerker. Es ist streng verboten, mit den Gefangenen zu sprechen. Verschwinde! Nein! Ja, gut. Junge. Alles gut. Ruhig, 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 ruhig. Komm. Na, komm, bieg ein. Ach so. Ah, okay. Du bist verschlossen. Ich will nur mit dir reden. Ich bin der beste Dieb der ganzen Welt und kein gewöhnlicher Gauner wie der da hinten. Er ist ja nur zu der Schuft aus Lakanaba. Du? Ah! So dreht er sich um! Ach, jetzt wird das hier auch noch ein Stealth-Game, Alter. Uiuiui. Und das mit der Wampe weiß ich nicht. Wenn er sich hinter so einer Ecke versteckt, dann ragt so doch der Bauch hervor. Nichts gegen Dicke. So. Er kann nichts dafür, dass er etwas beleibter ist, sozusagen. Ja. Aber ich finde, das hat auch seinen Charme. Tür ist verschlossen. Tür ist verschlossen. Tür ist verschlossen.
möchte doch nur mit dir reden. Toneko? Toneko Talun? Stimmt doch, oder? Ich bin's, der Sohn vom alten Hans. Hänschen! Hänschen, klein, der alte Knacker. Achso, er heißt Hänschen. Ich dachte, Hans, das ist der Spitzname von Hans. Egal. Ich bin ganz schön Ärger eingehalten und ich bin dann hier gelandet, aber ich werde bestimmt nie wieder etwas anstellen. Ihr seid doch hinter, Herr Talun, oder? Ihr könnt mir doch einen Chimärenflügel besorgen, nicht wahr? Ach, ihr habt einen. Ich flüge euch an, gebt ihn mir, dann wird wieder alles gut. Ja, klar, nimm, gönn dir. Ich schwöre dir bei meinem Leben, dass ich nie wieder etwas anstellen werde. Lässt er dann den Hund raus und ich kann ihn nehmen, um die Füchse zu besiegen? Die sind dann zu Hause in Lakanaba. Auf Wiedersehen. Hoch in die Luft. Aber hier ist offen. Hier ist doch gar nicht offen. Der kann doch gar nicht. Ja, gut, ich bin fertig hier unten. Aber eigentlich, wenn ich in Häusern bin, stoße ich eigentlich immer gegen die Decke mit Chimärenflügeln. Aber das Hänschen, der hat da einfach Warlock angeschmissen. So. Den mal hier, die haben mir sicherlich nichts wirklich Interessantes zu sagen, außer dass ich wahrscheinlich Archibald besorgen soll. Endor ist ein reiches Land. Der König möchte sich diesen Reichtum schon seit langem einverleiben. Dann echt einverleiben. Die Memes schreiben sich von alleine. Was, Archibald? Tech, der ist immer noch nicht da. Wo zum Teufel steckt der denn? Hat sich etwa im Wald verlaufen oder was? Wie soll ich denn nach Endor erobern, wenn ihr Vamala deine Brücke kaputt ist? Zeig ich nichts Interessantes. Dann werde ich jetzt einmal eine Runde speichern und scheinbar werden wir in diesem Part ganz viel Fortschritt erreichen. Denn ich denke, ich werde jetzt nämlich mit dem Chimärenflügel nach Lakanaba, hieß es, zurück. Da wird mir Hänschen vielleicht den Hund geben und mit dem Hund werde ich dann erst nämlich in das Fuchsdorf zurück, weil die mir gesagt haben, dass ich, wenn ich gegen Füchse vorgehen will, brauche ich einen Hund. Und dann kann ich da nämlich wahrscheinlich die Fuchsdame wegscheuchen. Archibald sagt dann, oh, ich bin nicht mehr schwanzgesteuert. Ich komme jetzt wieder mit zurück und werde mich meinem Job widmen. Und dann ist das Ding erledigt. Und dann kann ich den Part beenden. Dann kann ich nach Endor, kann den Laden kaufen. Easy. Easy peasy. Auf nach Lakanaba. Hui. Wenn ich jetzt echt recht habe mit dieser ganzen These, wie sich das alles aufbaut, insane. Insane. Dann fühle ich mich tatsächlich mal gut. Und wo steht er natürlich da oben beim Hund? Das seht ihr noch nicht, aber... Toneko, ich habe großartige Neuigkeiten. Mein Sohn ist zurück. Und scheint hat die Göttin meine Gebete doch noch erhört. Aber ich habe keine Zeit mehr zum Plaudern. Würdest du mich rüber zur Kirche schieben? Na das, dafür, das machen wir noch. Oh ja, schieb mich mehr, Toneko. Keine Zeit mehr verlieren, ich muss der Göttin meinen Dank lobpreisen. Oh ja, da will ich mich schön vor den Altar stellen und meine Hose öffnen und sozusagen zeigen, dass Jesus mein Freund ist mit meinem Freundschaftskompass. Wer diese Anspielung versteht. Da wären wir also sehr nett von dir, mein Junge. Hier deine Belohnung. Schöne 3 Gold. 3 nur noch? Was sind das für eine Inflation jetzt hier? Ist alte Männer inflationär geworden oder wie? So. So, Nico, ich bin's, der Sohn vom alten Hans. Ich weiß, wir haben uns vor 5 Minuten das letzte Mal gesehen. Wenn überhaupt. Das Hänschen, danke doch. Der Sohn vom alten Hans, das Hänschen. Na, man kennt mich, ich Cattrace und so. Danke nochmals, dass ihr mich aus dem Gefängnis rausgeholt habt. Nun, ich habe ja versprochen, mich zu revanchieren, stimmt's? Nur, ich habe momentan nichts, ne? Also, wollt ihr gar nichts haben? Nur meinen Hund ausleihen, Bello. Natürlich könnt ihr das, gar kein Problem. Er ist ein guter Jagdhund. Gute Bretter. Fängt Füchse und so. Er ist wirklich sehr nützlich. Komm, gönnen wir uns. Wuff. Wuff, 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 wenn du verstehst. Wuff, wuff. Hör zu, Bello. Ich leihe dich an Toneko aus. Sei braver und tu, was er sagt. Let's go. Bello folgt Toneko nur auf Schritt und Tritt. Geil. Aber der ist nicht im Inventar. Heißt bei Kämpfen... Nee, nicht im Inventar, im Team. Bei Kämpfen wird er nicht so nützlich sein. So, aber jetzt geht's runter in das Dorf. Dort werde ich den Archibald mal aus dem Bett scheuchen. Mal, ohne Hosen, in die Stadt treiben. So richtig schön läuft dann der alte Mann. Komm dann so mit meinem Hund, der ihn die ganze Zeit anbellt. Und dann habe ich noch so eine Peitsche und dann ist wirklich dieses Bild wie irgend so ein nackter Architekt. Mit Peitschenhieben von einem dicken Mann und seinem Hund getrieben wird in die Stadt. Ich glaube, damit
kann ich mir auf jeden Fall einen guten Ruf aufbauen. Ich habe einen Eichenknüppel bekommen, wo wir gerade von Tortur reden und von Antreiben und von wilder Lust. Wuff, wuff, grr, grr, wuff, wuff. Jetzt sprintet er los, Alter. Jetzt haut er die alle weg. Ah, der sprintet direkt hoch ins Haus. Was? Hä, wo läuft der? Bitte? Warum läuft denn das Haus da oben? Ich brauch den da unten, hier unten rechts in dem Haus. Ja, erstmal einkaufen. Verkaufen. Und zwar oben. Den, Knüppel. Jo, Gönnung. So, alles gut. Abbrechen, so. Und dann gucken wir mal. Der Hund ist aus irgendeinem Grund da oben reingerannt. Warum auch immer. Hilfe, ein Hund! Rrr, Hilfe! Nein, meine Kräfte lassen nach. Sie schwinden. Nein! Oh Mann, kannst du nicht ein Auge zudrücken? Ich werde doch nie wieder was anstellen. Versprochen, Mann. Alter. Der Rainer, ne? Wobei Rainer ist kein Fuchs, oder? Ist Rainer ein Fuchs in Animal Crossing? Danke, du bist mir wirklich in Ordnung. Als kleine Belohnung gebe ich dir diese Ausrüstung. So, Nico hält eine Ritterrüstung. Gut, der Schuss ging nach hinten los. Ich suche mir dann mal ein anderes Revier. Leb wohl. Eieiei. Und da kommt der nackte Archibald. Also ich hätte es komplett gefeiert, wäre der Typ nackt gewesen, ne? Aber gut. Darf ich mich vorstellen, Archibald Tech ist mein Name. Würde ihr mir erklären, was hier vor sich geht? Ich war in letzter Zeit nicht ganz ich selbst. Ich war so... Ja, nur gut. Meine ich das nur oder stand hier nicht mein kleines Dorf? Nein, das war alles nur ein feuchter Traum von dir. Du bist auf einer Wiese eingeschlafen. Um Himmels Willen, das habe ich ja ganz vergessen. Was stehe ich hier noch rum? Ich muss zur Burg Bruckstetten. Entschuldigt bitte. Das ist halt Haufen Fortschritt gerade in einem Part. Junge, Junge. Erstmal werde ich jetzt die Ritterrüstung anziehen. Zeigen. Ja, die Ritterrüstung ist aus Olivenstahl geschmiedet. Ist natürlich ein guter Schutz im Kampf, aber zum Tragen ist sie ganz schön schwer. Darf ich damit leider nicht ausrüsten. Sie wird wohl 1725 Gold einbringen, wenn man sie im Geschäft verkauft. Nice. Na, dann machen wir das doch gleich, wa? Eine Runde verkaufen. Okay, da ist irgendeine giftige Höhle. Guten Morgen. Ist die Brücke jetzt schon repariert, oder... Die ist da unten. So, ey, das ist ja wirklich, also ich fühle mich ja richtig nach Fortschritt heute. Weiter geht's. Schön. Aber ich habe jetzt auch wieder Sachen zum Verkaufen. Ne, die Brücke ist noch nicht repariert. Dafür muss ich wahrscheinlich noch ein Event triggern. Schön beim König. So, moin moin. Dieser Archibald ist wirklich Gold wert. Er hat die Brücke nach Endor repariert. Hat er? Die war noch kaputt. Ich kann endlich meine Invasion starten. Krieg! Krieg! Das ist schon witzig, wie das Weltgeschehen so beeinflusst wird durch die Charaktere. Ich meine, jetzt hier Torneko hat jetzt halt einfach einen Krieg zwischen zwei Königreichen ausgelöst, weil er Archibald befreit hat. Alena hat einfach, glaube ich, die Dämonenherrschaft eingeläutet, indem sie irgendwelchen Leuten das Wandlungsarmband gegeben hat, irgendwelchen Randoms. Ja. Und der pinke Ritter hier, wie hieß er nochmal? Ragnar, der versucht das alles zu verhindern. Der ist der Einzige, der mal nicht daran beteiligt ist, dass die Welt vor die Hunde geht. So, kannst du, möchtest du... Kindela... Ja, okay. Dann verkaufe ich es halt... In Endor. Komme ich jetzt hin? Finally. Hui. So. Wo ist Endor? Hier ist Endor. Guten Morgen. Schön. Nice. So, dann verkaufe ich bei der alten Omi erstmal die Ritterrüstung. Ups, nicht kaufen. Aber davon kann ich mir dann einiges leisten. Also erstmal verkaufen. Die kann er ja selber nicht tragen, wie er gesagt hat. Ja, die hat auch keine Abwehranzeige, deswegen. So, schön verkaufen. Ist mir auch Jacke, falls wir noch einen Teammate bekommen, der hat die eigentlich tragen können. Ist mir gerade wirklich Jacke. Nee, Moment. Ich will jetzt eine schöne Rüstung kaufen. Und vielleicht noch eine gute Waffe. Mal schauen. Kann ich das tragen? Eine Eisendings, ja. So.
So, wer soll diese Ware tragen? Der Toneko? Ich mich gleich mit ausrüsten. Schuppenschild kann ich zusätzlich noch tragen, wa? Achso, nehme ich dann lieber ein Eisenschild, genau. Aber dann booste ich erstmal meine Abwehr. Da können die mir gar nicht mehr. Ach, ich habe nicht genug Geld. Ah, stimmt. Das hat ja 1500 gekostet. Nee, ich will verkaufen nochmal ganz kurz. Hey. Verkaufen? So, fuck. So, hier. Ach, hier, die kurze Hose. Schade, jetzt sieht man gar nicht mehr meine schönen Schenkel. So. Das war's. Und dann gehe ich einfach straight zum alten Mann. Seine Bude abzukaufen. Wo war denn der? War der hier drin? Nee, der war da unten. Der war unten links. Richtig. Richtig, ja, richtig. Ja, okay. Das ist die richtige Stube. Moin, moin. Wie bitte, ob das Geschäft ungeschlossen ist? Nun ja, ich werde auch... Ah ja, okay, denn da hatten wir schon den Dialog. Hey, ich bin ein Käufer, Mister. Hallo? Ich bin Waffenhändler. Ah, die Erlaubnis von König Norbert. Na, die holen wir uns doch ein. Der wird mir irgendeinen Auftrag geben. Dass ich was machen muss, dazu muss ich über die Brücke. Aber okay. Gehen wir erstmal zu König Norbert, der mir wahrscheinlich sagt, ich soll die Invasion verhindern, die ich ausgelöst habe, mehr oder minder. Aber ja, geht voran hier, geht voran, das freut mich. Fühlt sich so krass produktiv an. Will mir wahrscheinlich anbieten, dass ich seine Tochter heirate. Ich freue mich, einen solch weitgereisten Gast begrüßen... Ach stimmt, König Norbert war die Stimme, die ich immer nicht wusste. Egal. Ich freue mich, einen solch weitgereisten Gast begrüßen zu dürfen. Wie ich höre, seid ihr Händler. Ich nehme an, ihr seid gekommen, die Genehmigung für das Geschäft zu erhalten, nicht wahr? Also gut, euer Anliegen überdenken. Ihr dürft nun gehen. Verschwindet. Ja, okay. Ihr dürft nun gehen. Ihr kommt aus Lakanabad, da wo die Brücke repariert, nehme ich an. Das wäre jetzt weniger produktiv. Wie kriege ich denn jetzt die Erlaubnis? Ich gehe einfach nochmal zu ihm hin und frage ihn nochmal ganz nett. So von alter Sack zu beleibter Herr. Mal ein nettes Gespräch führen bei einem Tee, wenn wir beide einen im Tee haben. Ja, das... Ja, okay, ich glaube, er wird mir nichts anderes sagen. Ich werde wohl kein... Ja, er braucht die Erlaubnis zum König Norbert. Komisch. Komisch. Ich schau mal ganz kurz, was ist, wenn man hier über die Brücke geht. Ich soll doch eigentlich auch irgendwie im Dunkeln, sollte ich nochmal irgendwo lang gehen, aber... Die Brücke dient dem Gemeinwohl mit vermeint, es möglich, sie zu zerstören. Ach, da oben ist dann die giftige Höhle. Was ist das für eine Höhle? Langsam wird es ganz schön wild hier. Ihr habt diesen Tunnel angefangen. Ach, ich habe diesen Tunnel angefangen, weil ich die Hafenstadt erreichen will, die es im Osten geben soll. Mein Traum ist es, die Welt zu bereisen, ein eigenes Schiff zu besitzen und auf Schatzsuche zu gehen. Ja, dafür bist du schon mittlerweile ganz schön alt, ne? Und ging mir das Gold aus. So ein Tunnelbau ist ganz schön teuer, Junge. Und jetzt habe ich graue Haare. Wenn ich nur 60.000 Goldmünzen hätte, dann könnte ich weitergraben. Was ist, mein Junge? Willst du einem alten Mann nicht seinem Glück verhelfen? Das Kapitel hatte aber doch irgendwie was von der Grabung, von dem Grabtunnel irgendwie. Von dem Tunnel hier, den sie... Also scheinbar muss ich dem dann helfen. Ja, ich brauche ein Geschäft, um Gold zu verdienen. Das heißt, ich werde ein Geschäft bekommen, mir eine goldene Nase verdienen, dann eine Nase ziehen, eine schöne Leine, und dann werde ich... So, hier oben ist die giftige Höhle. Was auch immer dann hier drin sein mag. Hallo? Mambo Nummer 5? Wieso gehe ich jetzt eigentlich gerade am Ende eines Parts in die Höhle? Gut. Mal schauen, was es hier noch so zu sehen gibt. Ist gerade produktiv hier alles. Dann vielleicht mal einen Part anschließen. Man muss ja sozusagen den Rahmen schließen in dem Part. Der Part ging damit los, dass ich gesagt habe, das wird der letzte Part heute. Und er wird jetzt geschlossen damit, dass ich sage, es ist nicht der letzte Part heute. Aber doch, glaube ich schon. Oh, ich bin tot.
Toneko stirbt. Irgendwie macht mich diese Nachricht sehr traurig. Das war's wohl mit Let's Play Dragon Quest 4. So, die Frage ist, komme ich jetzt nach Endor? Ist das? Nein! Nein! Das letzte, wo ich gespeichert habe, war? Aber ich habe doch... Och, alles. Welcher Eisenschutz gekauft? Ist das das Ding, was so übelst viel... Was so teuer war? So, folgendes. Ich schmeiß mal kurz einen Gimärenflügel rein. Obwohl, brauche ich gar nicht, oder? Kann auch so mal schnell... Ich latsche mal schnell rüber. Und dann war's das nämlich an der Stelle mit dem Part für heute. Ich bin auch ehrlich gesagt ganz schön müde. Ich bin zwar jetzt gerade irgendwie produktiv und gut drauf. Irgendwie kickt wahrscheinlich irgendwas anders jetzt hier in meinem Körper, was mich wach halten will. Das könnte gut sein. Aber, ja, okay, das ist gut. Dann habe ich noch alles. Kein Fortschritt verloren. Dann gehe ich jetzt in die Kirche. Und dann schauen wir uns an, was nächstes Mal so die Höhle von uns möchte. Was sie von uns verlangt. Was sie für uns bereithält. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Part von Let's Play Dragon Quest 4. Ich bin Siano247. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Bitte überschreibe es. Ja, was wäre denn, wenn ich jetzt einfach weitermache? Wenn der Part jetzt einfach weitergeht. Wenn es jetzt einfach ein 40-Minuten-Part wird. Was wäre? Ist das... Das ist die große Frage. Wenn ich sage, ich verabschiede mich... Dann sehen wir, die Leute gucken den Part im Fullscreen. Dann machen sie einfach aus. Gucken nicht auf die Zeit. Machen aus. Und ich mache einfach weiter. Was ist denn, wenn man sich mitten in Part Mitte verabschiedet? Was ist dann? Ist das nicht eine gute Frage, mit der man einen in den Feierabend schicken kann? Ich denke... Nein. Und deswegen war ich jetzt aus. Tschüss. Oh, ich hab... ich hab das Spiel pausiert. So. Ich glaube, für Toneko wird es auch mal Zeit, sein Gerät auszuschalten. Das wurde schon hart beansprucht in diesen Parts.